Und willkommen zurück im wunderschönen Eternum. Wir gucken uns heute wieder New World an. Und zwar schauen wir mal ein bisschen tiefer in den Bogenkampf rein. Der ist nämlich auch super cool. Und da gibt es ein paar richtig witzige Fähigkeiten. Willkommen zu, ich glaube, Folge 8 der New World Guides ist es jetzt schon. Wir gucken uns den Bogen an, schauen direkt mal in die Skills rein, bevor wir den dann antesten. Es gibt wieder zwei Skillbäume, den Skirmisher und den Hunter. Und der Skirmisher gefällt mir schon mal ziemlich gut. Der hat drei Fähigkeiten natürlich wieder. Den Giftschuss und der macht einfach Giftschaden in einem gewissen Radius. Das heißt, wir schießen einen Gegner an, dann gibt es eine große Giftwolke, der alle anderen Gegner in 3 Meter Radius auch erwischt und der hält 6 Sekunden, diese Wolke hält 6 Sekunden und macht dann an den Zielen, die da irgendwie durchlaufen, 20 Sekunden lang jeweils 10% Schaden pro Sekunde, also Waffenschaden. Das ist schon richtig viel Damage, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und ist zusätzlich auch noch ja so ein Flächendamage, das ist wirklich, wirklich stark, anders kann man es nicht sagen. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen upgraden, das heißt, man macht dann 12% Weapon Damage pro Sekunde für den gleichen Zeitraum und man kann es nochmal upgraden, sodass man dann, wenn man direkt trifft, also wenn man ein Ziel direkt trifft, statt dass man auf den Boden schießt, das wird wohl auch funktionieren, dann macht man zusätzlich nochmal also 200 Schaden insgesamt, denke ich. Das ist nicht zusätzlich, sondern insgesamt dann einfach den doppelten Schaden. Die Beschreibungen sind da leider nicht so ganz eindeutig, aber sowas bedeutet im Normalfall dann 200% und nicht insgesamt 300% Schaden. Das habe ich bis jetzt so festgestellt. Da muss man einfach ein bisschen gucken, wie sich das dann entwickelt und wie das dann auch final ist. Ich denke, die Werte könnten sich noch so ein bisschen ändern. Balancing ist ja immer das Schwierigste bei solchen MMOs. Der zweite Skill ist der Evade Shot. Den nutzt man, um vom Gegner wegzukommen. Das heißt, man springt rückwärts, schießt einmal, springt insgesamt 5 Meter weit, 125% Weapon Damage, kann man auch ein bisschen upgraden. Das heißt, der Gegner wird dann 2 Meter zurückgestoßen, da hat man noch ein bisschen mehr Luft und Zeit. Und man kann es nochmal upgraden, sodass wir hier Haste bekommen. Das war so ein Reh. Oder so ein Hirsch oder irgend sowas. Genau, also wir bekommen dann 5 Sekunden lang 15% Haste, das heißt, wir können ein bisschen schneller wegrennen. Ist ganz gut, wenn man sich aus dem Staub machen möchte. Das ist also der Evade-Skill, den wir haben. Dann gibt es noch Rain of Arrows, das heißt, wir lassen Pfeile regnen, auch in so einem gewissen Radius. Da sehen wir dann genau die Fläche, wo die runterregnen. Und das macht 150% Weapon Damage. 7 Meter Radius. Und wenn wir das Ganze upgraden, dann macht das auch noch Blutungsschaden. Das heißt, es gibt so einen Blutungsdebuff, auch eine super coole Geschichte. Und zusätzlich können wir auch noch so Hakenpfeile verschießen. Und dadurch sind die dann auch noch für 4 Sekunden geslowed um 15%. Die ganzen Slow-Effekte sind natürlich für einen Fernkämpfer total wichtig und eine super schöne Geschichte. Jetzt haben wir hier so einen Hauptskill oder Bonus in diesem Baum, den ich überhaupt nicht geskillt habe. Das ist das erste Mal, dass ich den nicht mitskill, glaube ich. Ich glaube, im Axtbaum hatte ich den auch nicht geskillt, ne? Hier ist es tatsächlich so, dass mir nicht die Punkte fehlen, sondern ich habe den nicht geskillt, weil ich vom Lesen her denke, dass der einfach nicht interessant für uns ist. Wir können den Gegnern in die Beine schießen und dann sind die geslowed. Aber da wir ja in den Fähigkeiten sowieso so viele Slows mit drin haben, würde ich lieber auf den Kopf schießen als auf die Beine. Und der zusätzliche Slow, der ist so ein bisschen, braucht man nicht, denke ich jetzt mal. Also müsste man natürlich ein bisschen testen und ob man das wirklich so sagen kann, ist dann wieder die Frage. Ne? Also wenn die Skills alle aufgebraucht sind, die Cooldowns sind relativ lang. Wir haben 15 Sekunden Cooldown, 25 Sekunden und 35 Sekunden. Das heißt, pro Gegner kann man jede Fähigkeit auf jeden Fall nur einmal nutzen. Also 15 Sekunden brauche ich für keinen Gegner da draußen. Deswegen wäre es dann vielleicht doch nicht ganz verkehrt, dass man zwischendrin die Gegner noch slowen kann. Ich habe es jetzt mal nicht mitgeskillt. Das könnte sich dann vielleicht langfristig noch ändern, aber klang für mich jetzt nicht ganz so spannend. Ich habe noch hier diese Fähigkeit mitgeskillt, die uns 20% mehr Damage für 5 Sekunden gibt, nachdem wir ausgewichen sind. Man weicht ja doch hin und wieder auch aus bei stärkeren Gegnern. Da macht das auf jeden Fall auch Sinn. Archer Speed, das heißt, wir kriegen 10% Haste, können schneller laufen für 5 Sekunden, wenn wir den Bogen auspacken. Auch eine coole Geschichte, kann man überall nutzen, wenn man ein bisschen schneller laufen will, einfach kurz den Bogen rausnehmen. Und bei Battle Precision bekommen wir einen Bonus auf alle Debuffs, egal ob die Schaden machen oder irgendwelche anderen Auswirkungen auf den Gegner haben. Die halten einfach 20% länger. Und dann habe ich noch Mark geskillt.
Das heißt, wir machen 10% mehr Schaden an Gegnern, die einen Debuff drauf haben. Und da unsere Gegner ja immer einen Debuff drauf haben, machen wir immer 10% mehr Schaden. Also auf jeden Fall was, was man mit skillen sollte. Und jetzt ist es schon wieder Nacht, ne? Bisschen dunkel. Wird bald wieder heller. Wir testen jetzt ein bisschen im Dunkeln. Die Leute sind sowieso immer wach hier, egal wann man vorbeiguckt. Das heißt, es macht für uns eigentlich keinen großen Unterschied, außer dass es ein bisschen dunkler ist. Aber das Mondlicht ist auch schön hell, ne? Okay. Wir fangen mal an mit dem Gift. Da können wir zum Beispiel einfach einzielen und können dann hier den Giftpfeil rausnehmen. Der leuchtet dann grün, dann wissen wir auch gleich Bescheid. Dann schießen wir jetzt den Giftpfeil auf den. Man muss ein bisschen aufpassen, es gibt fast keinen Arrow Drop. Das heißt, ich habe am Anfang ziemlich viel drüber geschossen, was man eigentlich verhindern kann. Jetzt habe ich noch den Ausweichen, das Ausweichen genutzt mit F. Also dieses rückwärts wegspringen vom Gegner. Das ist auch mal ganz nett. Braucht man gar nicht so oft, weil man tatsächlich ziemlich viel Schaden macht mit dem Bogen. Also wenn man da nicht verfehlt, dann sind die Gegner meistens schon tot, ohne dass man viele Fähigkeiten braucht. Jetzt schießen wir mal diese Pfeil-Barrage und lassen Pfeile auf diesen Kollegen darunter regnen. Ungefähr so. Und dann nehmen wir den unter Feuer. Ich muss noch nicht mal groß rückwärts laufen, der stirbt auch so, ne? Oh, vielleicht doch nicht. Also, man kann auch ohne zu zielen schießen. Können wir auch mal testen. Schießen wir mal den Giftpfeil auf den Kollegen. Nicht drüber. Bam. Jetzt schieße ich mal ohne zu zielen. Ich glaube auch, dass das keinen so großen Unterschied macht. Wir machen jetzt 360 Damage. So machen wir. Doch, macht einen Unterschied. Ja, so machen wir deutlich mehr Schaden. Ne? Ist auch ein bisschen besser zum Zielen. Also wie gesagt, man kann auch aus der Hüfte schießen, wenn man möchte. Und ist dann, glaube ich, so ein bisschen beweglicher. Ne? Also wenn ich einziehe, kann ich mich nur langsam bewegen. Ich hatte jetzt einen ordentlichen Lag gerade. Bisschen Latenz möglicherweise. Und so kann ich mich ein bisschen mehr bewegen. Macht aber auch keinen so großen Unterschied. So, wir springen wieder zurück. Und der macht da sein Ding, ne? Viel Spaß dabei. Hat keinen Debuff drauf. Wir haben keine Fähigkeit genutzt, außer das Ausweichen. Von dem her hat es ein bisschen länger gedauert. Also die Debuffs sind natürlich das, was hier den Schaden verursacht. Und lass mal Pfeile regnen. Dadurch sterben die halt so schnell, ne? Wenn wir die Fähigkeit nicht nutzen, dann dauert das ein bisschen länger. Na komm schon, trau dich. Ja, seitwärts bewegende Ziele sind schwer zu treffen. Das ist so ein Ding. Magst du Gift? Probier mal. Ist cool, oder? Also wir haben einfach ziemlich starke Debuffs. Oh, der kann einfach durch den Wagen durchschießen. Das ist ja fies. Lass mich. Okay, er ist down. Das kommt wirklich oft vor, dass die Gegner jetzt hier beim Bogenkampf einfach durch die Debuffs sterben. Das heißt, ich muss dann gar nicht mehr so viel dazu tun. Wir schießen einfach mal an. Und der Debuff macht dann so das meiste. Von ganz allein. Okay, der hält ein bisschen mehr aus, ne? Aber zu uns kommt er trotzdem nicht. Also, gefühlt auf jeden Fall ziemlich stark. Ich fühle mich ziemlich stark mit dem Bogen. Das funktioniert wirklich gut. Da bin ich ganz zufrieden. Den kann man auch zum Questen gut verwenden. Das heißt, man schießt halt einfach immer so ein bisschen. Man kann den Gegnern super gut ausweichen, den Fernkämpfern. Die Nahkämpfer kommen gar nicht erst ran. Also bis jetzt von mir eine klare Empfehlung auch zum Questen. Und ich denke, das wäre bestimmt auch für PvP und so interessant. Ich denke, das ist was, was man eigentlich überall einsetzen kann. Da spricht eigentlich gar nichts dagegen. Was natürlich so ein bisschen ein Problem werden kann, sind Gegnergruppen. Mit Gruppen würde ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Aber das muss man ja im Normalfall auch nicht. Meistens sind die so ein bisschen alleine unterwegs. Und man muss sich eigentlich nur mit mehreren anlegen, wenn die... So. Komm nur her, trau dich. Oh ja, traut sich. Ist nicht gut. Genau, also wenn mehrere zusammenstehen, dann kommen natürlich auch mehrere, wenn man einen pullt. Dann kommen gleich alle auf einmal. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das kann teilweise dann doch ein bisschen haarig werden, aber meistens stehen die eher so ein bisschen isoliert. Man kann die sich einzeln rauspicken aus der Distanz und einzeln zerlegen. Also da hatte ich bis jetzt noch keine Schwierigkeiten. Das kann natürlich sein, dass das ein bisschen schwierig wird, wenn man da irgendwie Gegner hat, die gerne aufeinander sitzen und zu mehreren kommen. Also ihr seht, wie schnell die sterben, wenn man hier beide Fertigkeiten gleichzeitig nutzt. Der hat dann so viel Debuffs drauf, dass der allein durch die Debuffs einfach stirbt. Zwei Fertigkeiten reichen aus, um die Gegner zu töten. Oh, das war knapp. Das waren ein bisschen mehr Pfeile als gedacht. So, auch ohne Fertigkeiten kann man die ganz gut zerlegen.
Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein cooler Skillbaum. Gefällt mir gut. Wir haben keinen so großen Crowd Control oder so. Wir haben halt einfach die ganzen Slows und dadurch kommen die Gegner nicht an uns ran. Das reicht eigentlich aus. Da brauchen wir jetzt gar keinen richtigen Crowd Control. Sondern wir können die auch so ganz gemütlich zerlegen. Genau. Soviel mal zum ersten Skillbaum. Ich würde sagen, wir testen jetzt direkt den zweiten. Mit dem bin ich schon mal sehr zufrieden. So. Bow. Dann skille ich jetzt nochmal um und wir testen den Hunter. Der klingt so ein bisschen... Mal gucken, was der macht, ne? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen lesen. Das ist nicht so einfach. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben also einmal die Fähigkeit Rapid Shot. Wir haben sehr wenig Crowd Control hier beim Hunter. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wir hatten ja beim Skirmisher eher sowas, was uns so ein bisschen... wir haben uns sehr viel Zeit verschafft durch Slows und ähnliches, was wir hier jetzt ganz wenig haben, aber das sehen wir jetzt bei den Skills. Der Rapid Shot ist eine Fähigkeit, wo man dreimal nacheinander auf den Gegner schießt und die ersten beiden Schüsse machen 100% Weapon Damage, der letzte macht 125 und hat so einen Knockback, stößt den Gegner also zurück. Außerdem haben wir, wenn wir das Ganze ein bisschen upgraden hier, die Reduktion des Cooldowns, wenn wir alle drei Pfeile im Ziel versenken. Das ist gar nicht so einfach. Also man sollte keine frischen Ziele damit anschießen. Da habe ich dann immer Probleme, weil die so zackig hin und her rennen, die mit jedem Schuss zu treffen. Das ist dann nicht ganz so einfach. Ansonsten klappt das aber ganz gut. Und der Final Blow gibt uns hier nochmal 25% extra Damage auf dem letzten Schuss. Das habe ich mal durchgeskillt. Ist auch super stark, sehen wir gleich. Dann habe ich hier den Penetrating Shot geskillt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es jetzt auch jetzt noch nicht so oft versucht. Ist nicht ganz so einfach, das überhaupt hinzubekommen, durch einen Gegner durchzuschießen und dann noch einen zu treffen. Also die müssen sich ja dann in Reihe hintereinander aufstellen. Ich habe es einmal versucht und da hat es nicht geklappt. Da habe ich dann wohl möglicherweise den zweiten irgendwie verfehlt. Ist aber eine Fähigkeit, die einfach super viel Schaden macht und sehr gut funktioniert. Also die nutze ich auf jeden Fall ganz gerne. Mit dem Upgrade hier macht das Ding nochmal 10% mehr Schaden nach jedem Treffer. Das heißt, wenn man jetzt 6 Ziele hintereinander erwischen würde, dann würden die hinteren 5 jeweils 10%, 20, 30, 40 und dann 50% mehr Schaden nehmen als das erste Ziel, so verstehe ich das. Muss man erstmal hintereinander aufstellen, dass das klappt, aber gut, ist eine witzige Fertigkeit. Und dann gibt es noch den Deep Strike. Da können wir das Ganze nochmal upgraden, sodass der Penetrating Shot 20% mehr Schaden macht an Zielen, die 20 Meter oder weiter entfernt sind. Also das ist auf jeden Fall ein guter Pull-Shot. Als erster Schuss ist der sehr gut geeignet. Und als dritte Fähigkeit haben wir hier den Splinter Shot. Der schießt mehrere Pfeile. Also erstmal schießt er nur einen Pfeil 10 Meter weit und dann splittet er mehrere Pfeile auf. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Also bei mir schießen die halt alle immer irgendwo kreuz und quer durch die Gegend und man trifft nicht wirklich viel. So wie auch die NPCs hier, die haben dann eine ganz ähnliche Fertigkeit. Ne? Die Pfeile machen jeweils 50% Weapon Damage, also müssen wir mal gucken, wie wir das langfristig einsetzen. Ist halt ein guter Skill, um einfach in die Gruppe reinzuhalten. Ne? Jetzt hier beim Questen hat es mir bis jetzt nicht ganz so viel gebracht. Und der splittet hier, wenn man den upgradet, in 5 Pfeile, normalerweise nur in 3. Außerdem gibt es hier noch einen Calculated Skill, der den Cooldown, je nach Hit, also je mehr Hits wir erzielen, desto geringer ist dann der Cooldown. Habe ich mal nicht mitgeskillt, weil die Fertigkeit nicht so super spannend ist, ehrlich gesagt. Bin ich auch am überlegen, ob man da vielleicht lieber in den Skirmisher-Baum noch reingeht und da irgendwas mitnimmt. Könnte man natürlich auch machen. Oder man nimmt eine andere Fertigkeit mit, da gibt es nämlich richtig coole Sachen. Da war ich auch so ein bisschen am Verzweifeln, wo ich reinskillen soll. Die Hauptfertigkeit ist Concussion, das heißt, wenn wir einen Headshot erzielen, dann machen wir 20% mehr Schaden und haben eine 50% Chance, unseren Pfeil zurückzubekommen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber ich glaube, wenn das passiert, dann können wir ganz schnell nachladen und nochmal schießen. Das müssen wir noch ein bisschen länger ausprobieren, bis ich genau weiß, was das für einen Effekt hat. Auf jeden Fall kriegen wir irgendwie unseren Pfeil zurück, das ist ja auch gut. Weil wir verschießen schon relativ viele Pfeile natürlich. Genau, dann haben wir noch Bullseye geskillt. Das erhöht unsere kritische Chance um 10%. Also sowas würde ich immer mitskillen, super cool. Dann gibt es noch Aim True.
Das sind dann die Heavy Attacks, die ein bisschen, da fliegt der Pfeil ein bisschen schneller und die machen ein bisschen mehr Schaden. Also 30% mehr Schaden ist eigentlich schon ganz schön viel, ne? Das heißt, auch mit den normalen Angriffen sind wir da echt gut dabei. Und Finishing Shot gibt uns einen Bonus auf Ziele, die unter 50% Hitpoints haben und zwar auch nochmal 20% mehr Damage. Long Range gibt uns einen Bonus auf Ziele, die mehr als 10 Meter weg sind und zwar 20% mehr Damage. Und jetzt testen wir das Ganze. Auf geht's. Der Respawn müsste ja schon komplett sein, da ist einer unterwegs. Wir testen mal hier bei den Jungs auf der Straße zuerst. Versenken mal so einen Penetrating Arrow in diesen Ripsaw. Bam, und dann seht ihr schon, es macht durchaus Damage, ne? Der braucht jetzt nur, wie viele waren das? 3 oder 4 Pfeile. Und dann ist der auch schon down. Das sind noch 2 Pfeile, ne? Die kriegen wir aber nicht wieder. Dann haben wir noch den hier. Das ist der Dreierschuss, da habe ich nicht gescheit eingezielt. Und der ist halt wirklich mega stark. Also ihr habt das gesehen, wenn ich den dritten getroffen hätte, dann wäre der eigentlich schon tot gewesen. Oftmals kann man die Gegner da zerlegen, indem man einfach den Skill einmal auf die verwendet. Bam! Oh, der hat aber schnell geworfen. Da war ich nicht drauf gefasst. Genau, also egal was wir nutzen, welche Fertigkeit, also eine reicht eigentlich und damit können wir den Gegner dann schon ganz gut zerlegen. Jetzt schießen wir den mal normal an und nutzen dann den Dreifachschuss, wenn er auf uns zukommt, weil dann kann ich nicht mehr verfehlen. Das lohnt sich gar nicht, ne? Vielleicht machen wir das gar nicht, weil sich das eh nicht lohnt. Machen wir das bei dem. Oder bei dem. Ich warte mal ab, bis der auf uns zukommt. So. Und dann nutzen wir diesen Dreifachschuss. Also der ist eigentlich zu stark für unsere Gegner hier. Allgemein, was wir mal machen können, wir könnten mal die F-Fähigkeiten nutzen. Ne? Aber allgemein kann ich schon mal sagen, ist relativ stark, die ganze Geschichte mit den Fertigkeiten hier. Okay, gerade noch rechtzeitig ausgewichen. Das war der F-Schuss und der hat den jetzt tatsächlich nur einmal getroffen. Ne? Also die Pfeile waren noch nicht aufgesplittet. Also ich glaube, der F-Schuss ist tatsächlich nur für Gegnergruppen geeignet. Wir nutzen den gleich nochmal hier auf größere Distanz, gucken uns den an. Aber der macht auf mich keinen guten Eindruck, ehrlich gesagt. Fürs normale Questen. Okay. So. Wir schießen mal da hinten hin. Kann natürlich sein, dass wir jetzt mehrere treffen, was auch so ein Punkt ist, was beim Questen nicht super praktisch ist. Ja, also der fliegt ein Stück raus und splittet sich dann auf und trifft nichts. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist jetzt nicht mein Lieblingsskill. Aber wir haben den mal mitgenommen, weil der halt einfach mit in dem Baum war. Um den zu testen, würde ich vielleicht doch aus dem anderen Baum irgendwas noch mitskillen. Da gab es ja auch ganz coole Skills. Jetzt nehmen wir uns nochmal den Dicken hier zur Brust. Und dann haben wir eigentlich die 4 Fähigkeiten ganz gut durchgetestet, denke ich. Das war jetzt wieder die F-Fertigkeit, hat überhaupt keinen Damage gemacht. Obwohl wir ihn so getroffen haben, ne? Der ist ja ganz schön mutig, der Kollege. 1, 2. Und den dritten Schuss haben wir nicht mehr gebraucht. Wir müssen nochmal irgendwie einen Kollegen, vielleicht der, der sitzt. Der kann nicht so schnell aufstehen, ne? Den müssen wir mal mit dem Dreifachschuss anschießen. Mal gucken, ob das reicht, um den zu zerlegen, wenn wir gescheit treffen. Der ist nämlich wirklich, wirklich overpowered. Ja, wir haben getroffen. Okay. Also einmal müssen wir schon noch schießen. Bam, bam. Was es auch noch gibt, ist eine Fertigkeit, die zum Beispiel beim Headshot uns hochheilt. Allerdings nicht besonders viel, deswegen habe ich die mal nicht mitgeskillt. Aber auf jeden Fall zu empfehlen, auch zum Questen. Gefällt mir gut so, macht Spaß, macht super viel Schaden. Wir nehmen relativ wenig Schaden, wenn wir ein bisschen aufpassen. Und ist jetzt auch kein Hexenwerk, also man trifft eigentlich ganz gut mit dem Bogen. Kann ich zum Questen empfehlen. Ich denke auch zum Schaden machen, also als Damage-Dealer allgemein sehr gut geeignet. Da würde ich dann tatsächlich eher so diesen Baum nutzen. Der macht doch erheblich mehr Schaden als der Baum, der so ein bisschen CC mit drin hat. Also der Skirmisher-Baum. Da haben wir halt die ganzen Slows mit drin. Die sind natürlich schon gut. Ne? Wenn man mit mehreren anderen Range-DDs unterwegs ist, dann macht das Sinn. Dann ist das ein großer Vorteil. Ist wahrscheinlich ein sehr spezieller Fall, ne? Dass man mit 2, 3 Freunden spielt, die ebenfalls ein Range-DD nutzen, dass das dann einen Bonus bringt. Bin ich mir echt nicht sicher. Also ich würde eher zum Hunter-Tree tendieren und mir die Slows sparen und die Gegner einfach so schnell umfahren, dass ich keine Slows brauche. Ich finde, das klingt irgendwie besser. Muss man natürlich selber wissen.
Was man ja auch immer machen kann, ist rückwärts ausweichen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und das reicht eigentlich vollkommen aus, um vor den Gegnern wegzukommen. Ich brauche dann nicht noch einen Ausweichsprung. Ich brauche auch keine Slows auf den Gegnern. Also das klappt so eigentlich ganz gut. Ne? Bei den Gegnern mit vielen Hitpoints haben wir gerade gesehen, die kommen dann schon nah ran. Also vor denen muss man dann immer ausweichen, ein bisschen wegspringen. Da wäre das Slow dann nicht komplett verkehrt. Deswegen könnte man sich überlegen, dass man da vielleicht hier aus dem Baum noch einen Skill mitnimmt. Zum Beispiel den Leap Back. Der slowt nicht. Ne? Irgendwas, was slowt. Also zum Beispiel den Arrow, den Poison Shot. Der slowt allerdings auch nicht. Also ich merke gerade, wir kommen da nicht an den Slow ran wahrscheinlich. Rain of Arrows könnte man natürlich dann initial nutzen und runterskillen bis zu den Hooked Arrows, die slowen. Wird aber nicht funktionieren. Da muss man zwischendrin noch was anderes skillen, glaube ich. Da könnten einem dann auch die Punkte ausgehen. Muss man dann gucken, was mit Level 60 möglich ist, wie viele Punkte wir dann haben zum Verteilen, was man da alles skillen kann. Aber ich würde das hier, den Splinter Shot, würde ich aktuell auf jeden Fall ersetzen. Der macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Bis jetzt habe ich den noch nicht sinnvoll einsetzen können. Da würde ich dann, glaube ich, am liebsten den Poison Shot nehmen. Der gefällt mir sehr gut. Man kann natürlich auch den Evade Shot nehmen. Das ist dann nochmal ein Evade, falls Stamina irgendwann ausgeht. Ist auch ganz nett. Eins von den beiden wahrscheinlich. Ist natürlich einfacher, den Evade-Shot zu skillen, weil der ist ziemlich weit unten im Baum, ne? Braucht man dann schon 3 Punkte in diesem Baum. Aber es gibt halt so viele gute Sachen da drüben, da gibt es auf jeden Fall irgendwas, was man mitskillen kann. Also solche Hybrid-Skillungen wird es auf jeden Fall auch geben, da gehe ich stark von aus. Wir gucken uns halt jetzt die Skillung an sich erstmal an. Früher oder später werden da bestimmt sich auch Hybrid-Skillungen etablieren. Allein schon, weil es halt einfach Fähigkeiten gibt, die super viel Spaß bringen, ne? Wenn man jetzt den Hunterbaum lieber mag, aber trotzdem diese Giftwolke liebt, dann kann man die ja mitskillen. Ne? Man verliert halt hier beim Hunterbaum dann vielleicht ein bisschen was, aber dafür gibt es ja hier auch gute Sachen, die man mitskillen kann. Also ich denke, Hybrid-Skillen ist absolut legitim. Das kann, sollte man auch tun, wenn es da die entsprechenden Fertigkeiten gibt, die man mitnehmen möchte. Okay, ja, dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal genug zum Bogen. Hat mir viel Spaß gemacht, macht viel Damage, ist absolut empfehlenswert, spricht nichts dagegen. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, die man auch zum Questen gut nutzen kann. Ich denke, im PvP wäre die auch nicht verkehrt und als Damage-Dealer wäre sie auch nicht verkehrt. Also der Bogen ist so oder so keine schlechte Lösung. Das ist zumindest mal so meine Ersteinschätzung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Bogen haltet. Würde mich sehr interessieren. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten New World Guide Video. Macht's gut und bis dann.